Und damit herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Let's Try Elise. Ja, und zwar Elise Jungle, die momentane Standard-Lane von ihr, das war ja nicht immer so, jetzt schon. Ich habe mich mal ein bisschen mit ihr eingespielt und ich muss echt sagen, geiler Champ. Ja, generell ist sie deswegen im Jungle so gut, weil sie ähnlich wie Nidalee eben zwei Wesensgestalten hat, in denen sie jeweils drei Fähigkeiten hat. Wobei das Ulti eben immer den Wechsel darstellt, deswegen eben nur drei. Diese Fähigkeiten und vor allem eben ihre Passive kommen ihr aber im Jungle sehr zugute. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir auch einfach gleich mal und zwar mit der Passiven. So, die Passive in der menschlichen Form, wenn Elise Magierfähigkeiten einen Gegner treffen, erhält sie eine schlummernde kleine Spinne. Und wenn man dann in die Spinnengestalt wechselt, normale Angriffe verursachen zusätzlichen magischen Schaden und stellen bei Elise Leben wieder her. So, und zudem greifen diese kleinen Spinnen eben die Gegner auch an, wie man gesehen hat in dem Video. Das ist so die erste Sache. A, hat man einen eingebauten Heal im Champ, das ist immer schon sehr von Vorteil. Wenn man das hat, man sieht ja Xing ähnlich mit der W. Auch ein sehr guter Jungler, weil man eben einfach schon eine viel höhere Lebensbasis hat, mit der man eben durch den Jungle kommen kann. Zudem eben noch die kleinen Spinnen, die unter anderem Schläge tanken können, wobei sie gegen große Monster meistens nur einen Schlag oder zwei maximal aushalten, aber die kleinen abhalten können und eben zusätzlichen Schaden verursachen. Das heißt, man hat, wenn man dann drei Fähigkeiten getroffen hat, man ist Level 3, drei Fähigkeiten, drei kleine Spinnen. Wenn man das Ulti dann eine Stufe höher hat, kann man 4, dann 5 irgendwann. Das ist schon sehr von Vorteil. So, dann kommen wir zur zweiten Fähigkeit, die Q. So, in der menschlichen Form verursacht abhängig davon, wie hoch das Leben des Ziels ist, Schaden. Und in der Spinnengestalt springt zu einem Gegner und verursacht Schaden, der vom Leben des Ziels abhängt. Verursacht magischen Schaden in Höhe von, ja gut, den Werten, die könnt ihr selber lesen, plus eben einem gewissen Prozentsatz des derzeitigen Lebens des Ziels. Das heißt eben vor allem bei Highlife, Champion oder Tanks eben sehr gut, um die eben down zu shredden. Meistens benutzt man das auch im Jungle eben als erstes, dann die W und dann vielleicht die E, wenn man noch eine kleine Spinne braucht, weil die Monster eben ja da noch am meisten Leben haben. Das heißt, man macht den meisten Schaden. Und eben 3% der Fähigkeitsstärke gehen eben mit auf diese Prozente vom Leben. Das ist auch relativ viel eigentlich. Und ist damit eben auch eine sehr starke Fähigkeit allgemein. Auch bei Ganks oder so, oder wenn man mal Gaps closen muss, man springt ja zum nächsten Gegner und die kleinen Spinnen folgen einem, also auch sehr gut. So, kommen wir zur nächsten Fähigkeit, die W. In der menschlichen Form beschwört eine kleine, mit Gift vollgesogene Spinne, die zum Zielort explodiert und dabei ja, Schaden verursacht, plus 80% der Fähigkeitsstärke, sehr viel. Ja, wenn sie sich einem Gegner nähert oder nach 3 Sekunden, das ist wichtig. Und Spinnengestalt, Elise und ihre kleinen Spinnen erhalten Angriffstempo. Sehr von Vorteil, wenn man sich hochheilen muss, denn im Zusammenklang mit der Passiven erhält man ja dann zusätzliches Leben, beziehungsweise hielt sich eben. Das ist auch sehr gut und die W hat den Vorteil, dass sie eben in einem gewissen Radius dann den nächsten Gegner sucht. Wenn man sie allerdings gerade eine Menge reinhaut, sie explodiert am ersten, was sie berührt. Trotzdem, also wenn der hinter Vasallen steht, hat man generell wenig Chancen. Zudem kann man die auch dodgen, indem man, wenn man sie ganz weit schickt und der Gegner läuft außen rum, findet die den erstmal nicht. Allerdings ist sie relativ schnell und kriegt die Gegner deswegen meistens trotzdem. Und die W ist halt generell einfach im Nahkampf eigentlich sehr gut. So, kommen wir auch direkt zur E. In der menschlichen Form betäubt den ersten getroffenen Gegner ein paar Sekunden lang und deckt diesen auf, falls er nicht getarnt ist. Und in der Spinnengestalt, Elise und ihre kleinen Spinnen erheben sich in die Luft und seilen sich auf den gewählten Gegner ab. Sehr praktisch, vor allem bei Dodgeable Ultis. Zum Beispiel gerade das von Vi. Da gibt's ein paar. Mir fällt mir gerade nicht ein. sämtliche Sachen, die halt connecten. Wenn man hinter jemandem herjumpt dadurch oder sonst was, kann man alles dodgen. Oder eben auch Skillshots oder so, man erhebt sich einfach in die Luft und dann kann man nochmal E drücken, während man die Maus auf dem Gegner hat. Also ich habe jetzt Quickcast an oder wie ist das, Intelligent Cast, keine Ahnung, irgendwas an. Auf den Gegner drücken, dann seilt man sich eben auf den ab. Das ist vor allem von Vorteil in Teamfights, man engaged, man wird auf einmal downgeburstet, man geht einfach hoch und hat erstmal Zeit, den Kampf sich kurz sortieren zu lassen, bevor man dann weitermacht. So, kommen wir dann zum letzten. Die Verwandlung verwandelt sich in eine bedrohliche Spinne, wodurch ihre Angriffsreichweite im Tausch gegen Lauftempo, neue Fähigkeiten und einen Schwarm aus kleinen Spinnen eingetauscht wird, der ihre Gegner angreift. Elise verwandelt sich in eine bedrohliche Spinne, die 425 Angriffsreichweite eintauscht, um im Gegenzug 25 Lauftempo und Zugriff auf Spinnenfähigkeiten zu erhalten.
Kleine Spinnen verursachen ein bisschen Schaden, plus 15% der Fähigkeitsstärke, auch wichtig. Und erleiden um 20% verringerten Schaden von Flächenfähigkeiten. Ja. Man kann sich natürlich auch zurückverwandeln, da würde man natürlich wieder 425 Angriffsreichweite zurückbekommen und dafür 25 Lauftempo etc. einbüßen. Auch ein Vorteil, eben das zusätzliche Lauftempo im Jungle vor allem, denn man kann sich dadurch viel schneller von Camp zu Camp bewegen, beziehungsweise kann auch eben schneller ganken. Vor allem im Early Game, wenn man eben oder die anderen Jungler noch keine Schuhe haben, ist das sehr von Vorteil. Oder auch später bei Chase, dann durch die Q kommt man ran, durch die E kommt man ran, das ist also sehr geil. Vor allem im Zusammenhang mit der E, mit dem Kokon, kann man eben sehr geil ganken. So, das war's und viel Spaß beim Game. Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Try Eliza Jungle. Ja, meine neueste Entdeckung im Jungle, wie gesagt, Eliza. Eigentlich kommt auch noch der Todoros. Sie Problem ist, er macht gerade noch irgendwas. Der spielt übrigens das erste Mal Olaf Tapp. Wir spielen einen Normal, denn ich möchte meine Rank-KD nicht unbedingt, mein Rank-Gedöns nicht unbedingt versauen. Von Gold 2 runter ist ein tiefer Fall. Ja, wir spielen natürlich gegen eine Nidalee. Das Matchup gab es vor kurzem in der LCS sehr häufig. Ich meine, es war TSM gegen Gravity, da war das fast jedes Match. Oder war es Unicorns? Nee, war Gravity. Gravity gegen TSM. Wir haben einen Super Galaxy Rumble. Eine Big Water Katrina und es geht los. Und es ist verdammt laut. Boah, es ist laut. Ich muss einmal ganz kurz bitte den Ton leiser stellen. So geht das doch schon viel besser. Nein, jetzt ist es zu leise. Ah, so gefällt mir das. So, wir nehmen als erstes die W und ein bisschen Hunters Matchet und Gedöns einkaufen. Wie immer, ich spiele Eliza als AP-Tank. Wobei ich jetzt hier im Normal eher AP spielen werde, weil... Keine gute Idee. Warum tust du das? Ich habe Angst, dass mir die Kanone meine Jungle-Viecher klaut. Lol, Olaf AFK. Todoros. Ja, der Tanz von Eliza geht eigentlich ziemlich fit. Was tut ihr davon? Bitte. Oh, warum kann diese Kanone nicht einfach weg sein? Ich mag die Kanone nicht. Die sieht schon eigentlich ziemlich gruselig aus. Ach du Scheiße. Alter, Todoros, wenn du nicht bald kommst, ne, dann... ja, du bist gemutet. Das sehe ich. Doch, bist du. Wird mir im Kleinen angezeigt. Doch. Nee, jetzt nicht mehr. Sag mal was. Ah! Heimerdinger! Alter! Ich schwöre dir! Du kleine Missgeburt! Boah! Ah, ich weiß, was los ist. Mute dich mal nicht. Sag was. Hallo? Hallo? Todoros. Du bist bei mir wieder, glaube ich, so krank dumm. Irgendwie. Hallo, sag was. Ja, ich höre nur... Mehr höre ich nicht. First blood. Hä? Ich weiß nicht, was bei dir gerade los ist. Oh, Alter, was macht die Spinne denn? Ja, kann ich mich jetzt nicht befassen. Sorry.
Ich muss ein Spiel spielen. So. Scheiß technische Probleme. So. 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 Da ist eine Niederlage. I'm coming for the counter gank. Will einen Vasallen haben? Nein. Scheiße. Mist. Egal. Nidalee lebt noch. Schade, sie macht... Doch, sie tut den. Scheiße. Scheiße. Ja, ich gebe zu, vielleicht war das etwas greedy. Vielleicht. Nur ein ganz kleines bisschen. Ups. Krass. Ein ganz kleines bisschen greedy war das vielleicht. Ja, ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Olaf braucht Hilfe? Warum ist er eigentlich nicht gekommen? Warum ist Olaf Hoppler nicht gekommen? Ja, okay. First time Olaf geht an Schleudig. Heimerdinger, was tust du? Gut, solange es klappt. Entschuldigung. Warum hat er nicht seine Bombe geworfen, um sie festzuhalten? Oh. Bisschen greedy vielleicht, Todoros? Ganz kleines bisschen. Greedy. Oder overextended vielleicht ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ich meine, ich würde dir sowas niemals vorwerfen. Du würdest sowas niemals tun, das weiß ich. Trotzdem könnte das ja vielleicht gewesen sein, dass du eventuell ein ganz kleines bisschen greedy geworden bist und ein bisschen overextended hast. Aber ich weiß, was tust du nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Niemals würdest du was tun. So, wir versuchen uns an einem Jungle Clear, dann würde ich eigentlich gleich ganz gerne die Top Lane ganken. Oder halt hier. Pff. Alter, du spielst einen Top-Champ. Du spielst kein Support oder Midlaner, keine Ahnung. Ist hier gewardet? Weißt du das? Nein, ist nicht gewardet. Komm! Shit. Double 3D. Sein Ulti benutzen können. Läuft irgendwie gerade ein bisschen scheiße. Würde ich beinahe sagen. Bisschen sehr scheiße. Every web a masterpiece. Ich hätte keinen Mana mehr, das war so das Problem.
Alter Morgana. Also der Meister im Overextenden ist irgendwie Face-Off. They need guidance. La la la. Die kommt nicht. Die stirbt doch auch so. Oder auch nicht. Akkurate Skillshots sind meine Meisterdisziplin. LOL. Olaf hat einen Teleport benutzt. Ist gestorben. Meinte das gerade die Runde? Mann, das ist kacke, wenn ich mit niemandem sprechen kann. Fix mal dein Audio. Oh. Bin so blöd. I can show them the way to divinity. Der geht jetzt vermutlich back. Komm doch her, Lidoli. Kannst du? Ich wusste doch, du hast Bock. Was denn? Oh. Yeah, Instant Flash, Instant Flash. Scheiße. Lol, das Champ? Du bist einfach scheiße, Lidoli. Du kannst mich nicht engagen. Naja, erklären wir es ja später. So, für ein bisschen Mobility. Danach erstmal ein Rillis und danach, mal schauen. Ach genau, hier Lindras, Lindras Tortment, genau. Nasual versus Todoros. Der ultimative Kampf in der Toplane. Wir schauen ihm mal ein bisschen zu. Komm mal her. Doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Der hat dann nur jetzt da gewardet. Ich kann also eigentlich irgendwie kaum auf die Lane kommen. Ich hab nur erst Angst, der geht vielleicht zu meinem Blue Buff. Deswegen hab ich mal gesagt, komm mal. Achtung, Nidalee, Nidalee. An enemy has been slain. Komm mal her. Komm. Also der Deal, dass ich mit Nautilus fighte, finde ich definitiv nicht so geil. Okay. Mit Nautilus, mit Rumble. Rumble hat kein Flash. Und kein Equalizer, den habe ich schön gedodged. Wunderschön gedodged. Job. Warum krieg ich dafür keinen Assist mehr? Das ist gemein. Schade, den hat sie gemacht. Nein. Falsche Richtung. Was? Was war das denn bitte für ein Ignite? Er hat mir das gerade 100 Leben in einer Sekunde gezogen? Das macht er doch gar normalerweise noch. Also nicht auf Level 7. LOL.
fand ich ein bisschen heftig gerade. So, naja, 3-4 ist nicht so geil. Ich hatte schon 19-9 Matches mit der Lise. Das war eigentlich recht geil. Ja, genau. Holt euch mal einen Double Buff. Klar, kein Ding. Den wollte ich auch nicht selber wieder haben oder so. Scheiß Katrina, ey. Die geht mir voll auf die Eier. I know what lurks in the shadows. Es ist scheißegal, wer den Kill bekommt, Mann. Hauptsache, sie ist tot. Und das Gold ist beim Team. Warum soll man Drake warden? Die können ja nicht machen. Jungler ist down. Mitte war bis gerade noch auf der Lane. Rumble kann TP. Rumble top. Warum soll ich Drake warden? Ich kann Vision setten. Aber ich brauche nicht den Pit zu warden. Warum warde ich den Pit? Ich warte nur dann den Pit, wenn ich glaube, dass ich keinen Pressure auf den Drake habe. Aber wir haben gerade Pressure auf den Drake. Ich hatte kein Smite. Warum hatte ich kein Smite? Patience. Die sieht uns kommen und geht trotzdem nicht weg. Was ist das denn? Fair. Halt die Fresse, Heimerdinger. Scheiß Bronzespieler. Oh, meine Güte! Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Weil du scheiße bist? You let bot for top? Was? Was? No, I let top for no dead. Was labert ihr gerade? Hab ich auch nicht verstanden. Ja, ich glaube in den Farm, ich weiß, Caitlyn. Tut mir leid, tut mir wirklich leid. Ah, Leute, hier ist alles geworden. Komm schon, schade. Wow, that blind shot. Meiner. Vergiss es, Caitlyn. Oh, das war mein Outplay. Heimerdinger? Der geht mir irgendwie auf den Sack. Dodos, warum stirbst du die ganze Zeit? Mensch. Hey, du hast 2 Kills? Wo hast du 2 Kills her? Ja, dann overextend nicht immer so hart, dann komm ich mal. Das ist gar kein Problem, aber... Kriegst du Rumble 101? Kriegst du Rumble 101? War das scheiße? Oh fuck, da kommt Cutter. Nein!
Scheiße. An enemy is godlike. Ja, ich wäre gegangen, wenn es ein Rank gewesen wäre, aber... YOLO. Ich wollte Crap haben. Gut, dass du Katrina einen Blue-Buff gibst, Heimerdinger. Das ist cool. Das wollte ich eigentlich auch machen. Ich hatte ihn noch nicht. Der Throw war... Was für ein Throw, Mann? Ja, klar, ich hätte banken können. War trotzdem witzig. Wie ich einfach nieder die Macht bekommen habe. Die war aber auch blöd. Also es war jetzt nicht nur pures Outplay. Es war ganz gut gemacht, aber eigentlich hätte mein Schaden niemals ausgereicht, um sie zu killen. Sie hat halt irgendwie komischerweise erst noch 2 Hits auf die Crab gemacht, bevor sie sich dann zu mir umgedreht hat. Und ich glaube, hätte sie 2 Hits auf mich gemacht oder ihre Kombo früher reingehauen, wäre ich gestorben. Und das Spiel. Unter Pro-Play oder besseren Play-Bedingungen bekommen hätte. Also unter der Bedingung, dass sie mich gefokust hätte und nicht die Crab. Warum auch immer sie überhaupt gefokust hat. Aber sie hat sie gefokust. Oh, jetzt habe ich mir falsche Items erst gekauft. Egal. Ich glaube das so. Schade. Feed the spider. Yeah. Pass mal auf. Lauf. Was für Drake, Mann? 5 Sekunden bis Drake, ja. Wir sind gerade nur zu 4 und die sind 5. Also, was heißt das für Drake? Nein. Wir können versuchen, die zu contesten, aber mehr auch nicht. Scheiße. Okay, jetzt sind wir 3 gegen 5. So bad. Gut. Kann ich mit leben. Ja. Es ist normal. Dafür sind Normals da. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. I know the true path. Naja, eigentlich verlieren wir den Teamfight, weil wir zu viele unfähige Leute hier haben. Ach, machen die Drake. Und was soll ich jetzt dagegen machen? Ist das Nidalee alleine? Ach, das war Nidalee Solo Drake. Ja, das ist ziemlich witzig. Jetzt ist sie nicht mehr Solo. Also, was hätte ich da jetzt machen sollen? Ich habe Nidalee weggepressured und dann musste ich laufen. Mach schnell die Crap. Solo. Kommt mal her, wir können die noch nicht treffen.
Scheiße, hier wollte ich nicht hin. Ja gut. Wenn man halt so behindert Group bei einer Kata, ist klar, wie der Teamfight ausgeht. Das ist halt vielleicht nicht die beste Idee. Ich wollte auch eigentlich gar nicht rein. Ich wollte Miss Fortune picken, aber die hat dann geflasht, als ich gerade meine E benutzt hatte. Dann bin ich hier hinterher in den scheiß Fight rein. Das war ein bisschen behindert. Das war ein bisschen blöd. Nach dem tollen Engage von unserem Olaf. Warum spielst du den Full AD? Bau ein Randuins um. Und eine Warmorgs und Gedöns. Du kannst die nicht Full AD spielen. Vergiss es. Es klappt nicht. Du hältst dann zu wenig aus. Es gibt nur einen Weg für Olaf und das ist rein. Es gibt keinen raus. Du kommst nicht mehr weg. Alles von Olaf ist darauf reingelegt, ausgelegt. Hard Engage, töten. Und wenn du nicht tötest, dann wirst du getötet. So, und wenn du reingehst, aber sehr schnell stirbst, dann ist das nicht gut. Wie du dir vielleicht denken könntest. Kata geht, glaube ich, auf die Midlane. Könntet ihr aufhören, immer 2 gegen 10 zu fighten? Ich kann nicht immer da sein, wo ihr seid. Ich muss auch fahren und ich habe keine Lane. Okay, lass uns die outrotaten. Top. Oder nee, Heimerdinger Push, top. Hier ist ein Ward. Wollt nur schnell das Ward haben, alles klar. Nein, was? Hä? Was war das denn schon wieder für ein Skillshot Miss? Voll strange. Ist eben auch schon passiert im Match. Ich klicke da hin. Wobei. Jetzt habe ich ein Video. Ich schaue mir das nachher nochmal an. Also, wenn ihr irgendeine witzige Bemerkung gleich da seht im Video, dann war das nicht der Fall. Na, ah, scheiße. Ich habe meine süßen kleinen Spiderchen gerade geopfert, um mich zu tanken. Oh, 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 eine Miss Fortune. Und sie ist alleine. Nein. Ah, oh, Alter, diese Katrina geht mir auf die Eier. Kill sie! Katrina ist einfach so ein Drecks-Champ. So ein Drecks-Assassin. Der geht mir in Solo-Queue mega auf die Eier. Und wir haben einfach niemand. Doch, ich kann meine E benutzen, um sie zu. Um ihr Ulti zu unterbrechen, ne? Morgana hat ihren Stun, aber der braucht ewig. Eigentlich haben wir nichts, so kein Tool wie Xing's Q oder Blitzcrank's E. Blitzcrank's Q oder Blitzcrank's R, der kann eigentlich die irgendwie komplett ficken. Oder er hat das noch so. Nautilus oder irgendwas, was die. Alistar, irgendwas, was die knockupt oder so. Irgendwas, was dafür sorgt, dass sie nicht das tut, was sie gerade macht. Nämlich carryen. Mehr oder minder, sie hat nur 9 Reihen. Sie ist trotzdem verdammt ätzend. Vor allem, weil wir die easy bekommen hätten. Und dann hätten wir uns Cutter widmen können, aber ich war noch auf Niederfokus und dann kam auch immer Cutter und ich war eh low und Scheiße. Und außerdem spiele ich ziemlich greedy, weil es ein Normal ist. Das ist vielleicht nicht die beste Taktik, wenn man gewinnen wollte. Bei Normals ist mir das relativ egal. Also ich möchte natürlich immer gewinnen in jedem Match, aber es ist nicht so schlimm, wenn ich verliere, sagen wir so. Deswegen mache ich einfach Moves, die mir Spaß machen. Und nicht Moves, die sinnvoll sind. Nicht immer. Also ich versuche es.
Lass uns die Top mal schnell durchpressern. Die in der Mitte kommen gerade ganz gut klar. Oder auch nicht. Push du weiter. Ich gehe. Wie könnt ihr diesen Kampf so umdrehen? Also sich so umdrehen lassen? Olaf, den kannst du soloen. Eigentlich könntest du den soloen. Den nicht. Den dicken, großen Drachen da. Nicht den komischen Astronautengedöns da. Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Ich meinte dieses Vieh, was da so in diesem Kreis hockt. Debate. Deadburst, Alter. Echt jetzt? Du meinst echt, ich meinte den? Okay. Hey, ja, ja. Ja, gib mir noch einen Speer, dann traust dich vielleicht reinzugehen. Gib mir noch einen Speer, Baby. Da steh ich drauf. Ich hasse Immun-Scheiße. Lauf, Elise, lauf. Oh, da ist noch eine Karte. Da, Outplay. Was tut ihr da? Ich halte das irgendwie gerade für keine gute Idee. Just the Flames, bitte! LOL! 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 Good job. Puh. Ah, das liebe ich an Elise. Normalerweise habe ich auch einen besseren Start, so lange wie 0 oder so hatte ich in den meisten meiner letzten Matches, auch wenn ich die ja nicht alle verloren habe mit Elise. Aber immer so 19-9, 18-6 oder sowas. You read? Take it. Morgana, das war keine gute Idee. Egal, wir haben Katrina bekommen. Hi, Ali. Ja, wow, der Dodge. So schwer. I know the true path. Das ist käfig easy. Alle meine Spiderlein liegen allein in die Welt hinein.
und töteten ein Rumble. Der lief da gerade so vorbei, konnte eigentlich nichts dafür. Das reimt sich nicht und hört sich scheiße an, ich werde es besser machen. Ich kann da nicht rein. Nicht, wenn du in der Frontline stehst. Scheiße. Dumme. Boom. Die ist einfach instant weg. Mann, die kann gar nichts tun. Ja, komm mal mit. Wir machen die Mitte. Meine kleinen Viecher sind auch voll gut im Farmen übrigens. Vor allem gegen den Olaf sind die sehr effektiv im Farmen. Schade. Schade. Drei Sekunden bis dann. Jetzt habe ich wieder alles ab. Und das war's mit dir. Schade. Ich bin tot. Shut down. Was? Den Shutdown gab's gar nicht. Eigentlich lebe ich noch. Das muss ein Irrtum sein. Ich bin nie gestorben. Puh, baue ich jetzt echt ein bisschen tanky oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich baue das. Und upgrade mein Trinket. In einem normalen, also in einem Ranked-Game würde ich Elias vielleicht eher mit, zwar mit dem gleichen Jungler-Item, mit dem, ach Gott, wie heißt es nochmal, mit dem Runeglaive, aber dann würde ich, das Realis würde ich auch spielen, die Sorcus-Shows auch und die Lindra's Tortment. Ich würde dann aber hier ein Sunfire-Cape mit reinnehmen und eine Varmox vielleicht. Oder vielleicht irgendwas noch für Magic Resistance. Mal schauen. So ein greedy Build kann ich halt nur bauen, wenn ich sowas habe. Und einen Olaf als Tank. Sehr gut, dass du acht hast. Sollte man nur Hallo sagen. Nee, nicht so viel wie auf die Welt. Das macht gerade keinen Sinn, wenn wir einfach nur alle unnötig kopieren. Jetzt können wir viel auf die Welt. Nein! So close. Ja, lass uns umdrehen und Drake machen. Nein. Jetzt, Mitte? Mitte? Mitte und Top. So. Cutter! Töte sie alle! Töte sie beide! Was? Toplane. Lass die Katie in Mitte machen und geh Toplane. Geh Toplane.
Schluss. Geh top lane. Danke. Nein, geh top. Geh. Toll. Wow. Wenn du dem escapest, bin ich glücklich. Wenn nicht, dann nicht. Nein, nein, nein. Ah, gut, okay. Da war eigentlich noch irgendwo Cutter, aber scheinbar hattest du Glück. Yeah. Allies. Mit 1,05 Angriffstempo. Ja, es ist so ein Witz. In der Spinnenform auch, aber wenn ich das aktiviere, dann habe ich ziemlich viel. Lass dich doch nicht shutdown, du warst gerade so gut. So. Baron? Wir sind einer tot. Und die haben Cutter tot. Aber wir haben unseren Tank tot. Boah, Alter, dieser scheiß Kill-Support. Wieder die kriegst du, Heimerdinger! Au. Ein dicker Rumble. Der kriegt niemanden. Hat sich eigentlich das falsche Target ausgesucht. Ich persönlich wäre eher auf Heimerdinger gegangen, als auf den ADC. Na gut, Nidalee kriegt sie noch. So, gleich wird es auch schon Zeit für das Elixir of Sorcery. Elixir of Sorcery, yeah. Das Problemchen dabei könnte aber sein, dass ich noch nicht genug Gold habe, wenn ich wieder lebe. Ich glaube, das warte ich mal schnell. Ich meine, das ist immerhin noch ein bisschen mehr, was ich haben kann. Yeah. Let's go. Scheiß Idee. Noch schlechtere Idee, Kata. Das war's. Diese verfickte Miss Fortune, Mann. Die geht mir so auf den Sack. Morgana, was tust du? Wo bist du? War die nicht schon eben irgendwie auf dem Weg? Oh. Schade. Schade. Das war's mit dir, Morgana? Ja, toll. Bitte komm, ich will mal ein Elise-Match gewinnen. Bitte. Das wäre echt schön, irgendwie. TP? Wohin denn? Der hat das Spiel auch noch nicht so ganz verstanden, oder? Er kann sich nur zu eigenen Einheiten teleportieren. Das ist so die erste Sache, mit die man lernt, wenn man so 27 erreicht vom Level her. Weil man benutzt dann vielleicht mal das erste Mal TP und denkt sich so, ich kann mich ja gar nicht zu Feind teleportieren. Das ist aber kacke. Tja, scheinbar hat unser Heimerdinger das nie gemacht, denn er weiß es scheinbar nicht. Leute, ihr wollt nicht wirklich ein Baron-buffed Team am Drake contesten. Das können wir komplett vergessen, die Leute jetzt zu contesten.
Warum bist du da, Heimerdinger? Wir können ihn nicht contesten. Alter, diese Miss Fortune. Was? Ich KS also nur. Ich mache nicht irgendwie den Hauptschaden unseres Teams, aber okay. Was für TP-Inhibitor? Bis der da ist, sind wir alle down, Mann. Oh, der war schön. Jetzt pusht einfach die Mitte, ignoriert die andere Lane. Oder ne, ignoriert sie nicht, defendet mal bitte Top Lane. Todoros. Meine Fresse. Was habe ich? Oh, das habe ich gemacht. Was soll das? Hallo? Nein, ich will das raushaben. Danke. And I'm sorry for sorcery. Yeah. Bitches. Oh. 21, 13, 10. Was labert Heimerdinger von Kies, Alter? Ah, das ist so ein Witzbold. Ich werde mir nachher auf jeden Fall nochmal die Statistiken von Damage und so im Team anschauen. Und ich wette, ich finde Heimerdinger irgendwo ganz unten. Pass auf, Morgana. Nicht reingehen, nicht reingehen. Das verlieren wir, wenn wir da reingehen. Dieses scheiß Imp! Alter! Dieses Drecks-Ulti von der Kayle, jedes Mal vergesse ich das. Lol, der wäre gestorben mit, ohne sein scheiß Schild. Wir müssen Kayles Ulti baiten. Und dann können wir erst Miss Fortune killen. Jetzt würde das gehen. Aber nein, 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 nein. Denk noch nicht mal drüber nach. Die sind alle back. Bei denen ist nur einer down. Und nur Miss Fortune pusht. Die kriegst du nicht. Ja, das Bild finde ich okay. Soweit. Was? Irgendwie kommen mir die Typen langsam ein bisschen komisch vor. Ich verstehe die nicht.
Ich hätte den Bloodthirster weggelassen und dafür noch Randolins gekauft. Aber gut, jedem das seine. Wir brauchen vor allem Vision. Alter, du kannst doch nicht gegen vier Leute in der Base backdoorn. Die sind innerhalb von einer halben Sekunde sind die bei dir, dann bist du tot. Das war useless dann. Ah, Kayle ist wieder da, das kann man schon wieder vergessen. Ja, scheiße. Wir müssen Kayle fokussen. Das Problem ist, dann fickt uns Miss Fortune auseinander. Aber wenn wir Miss Fortune fokussen, benutzt er einfach seine Ulti. Dieser Schaden. Jetzt konnte man das machen. Jetzt waren vier von fünf Leuten rausgepusht. Ach, scheiße, jetzt habe ich geredet und nicht aufgepasst. Ich hätte das voll easy machen können. Ja, toll, das Jam werde. Danke, Heimerdinger. Das war trotzdem useless. Weil die Super-Minions bringen uns ganz genau gar nichts. Weil die unseren Limit machen und jetzt einfach den Tod killen. Ja, und stirbst, ohne jemanden zu töten. Naja, Idioten, die das Spiel nicht verstehen, wird scheinbar immer. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, ein paar Missplays, ein bisschen was Blödes. Ich war nicht so wirklich konzentriert irgendwie heute. War auch kein Ranked Game, deswegen vielleicht ein bisschen nicht so, ja, gut dabei, was Kopfsache angeht. Trotzdem sehr schöne Outplays. 2015 oder was, Elise, glaube ich, am Ende. Ist ganz okay für das Match. Man sieht aber, sie macht mega viel Schaden, sie kommt mega gut durch den Jungle. Allgemein ein super geiler Champ. Werde ich auch in Ranked demnächst ausprobieren, wenn es bei mir wieder enabled ist. Denn ich habe einen Tag nicht gespielt und auf einmal mache ich morgens an, zack, Rank Disabled und ich denke mir so, was, warum? Due to Negative Attitude. Und ich, ich weiß nicht, wann ich reported worden sein sollte, weil ich eigentlich generell in Spielen, in Rank Games, nie was schreibe außer spielrelevante Sachen. Drake in 20 oder Baron oder Go in, Push, Engage, keine Ahnung, Push mit, 1-3-1 oder irgend so eine Scheiße. Ich schreibe nichts. Ich beleide keine Leute, ich mische mich nirgendwo ein. Aber... naja, hab Support angeschrieben, mal schauen, ob die sich melden. Wenn nicht, muss ich halt 40 Matches hier gewinnen. Leider habe ich bisher 7 gespielt und 7 verloren. Nee, stimmt, 1 habe ich gewonnen. Nee, ich hab 6 gespielt. 5 verloren, 5 Elise, 5 verloren, 1 Nautilus gewonnen. Naja, in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal bei League of Legends. Let's try.